Servus und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit der HTC Vive in Virtual Reality. Heute mit dem Hedor Goal VR Spiel Being Axel Rigs. Ein ambitionierter Fußballspieler, der versucht, alle Bälle mit dem Kopf einzunetzen. Mir tut jetzt der Kopf schon weh. Schauen wir mal, wie es wird. Bin schon sehr gespannt darauf und hab viel Spaß bei dem nächsten Video. Und wir sehen uns gleich bei dem Review. Bis gleich. Calibrate. Ah, okay. Also ich muss mich hier draufstellen. Kalibrieren. Soweit alles okay. Musik. Ein bisschen zu weg. Das ist soweit okay. My cause performance issues when turned on. Okay, da ich nicht weiß, was SSRU heißt, lassen wir das Ganze. Dann haben wir Türkisch und Englisch. Hedor Goal VR Early Access. New Game or Settings. New Game. Das bin ich. Spiel machen. Jetzt mal das Tutorial. Step 1. Stand up. Calibrate. Result U. Axel U. Okay. Next step. Look down. Best place to stand. Erledigt. Press start. Aim for the target. Okay. Wo ist der Ball? Wo ist er? Oh, das ist sehr realistisch. Das ist richtig cool. Okay. Was muss ich tun? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh nein! Ins Kreuzeck. An die Latte. Hey, nice. Yeah. Okay, congratulations. You completed the tutorial. Net. Skip. I'll train until my last breath and you'll see how I become the best in headers. Alles klar. Raus mit dem Ganzen. Gib mir Bälle. Gib mir Bälle. Okay. Training Chapter 1. Throw me some balls. Gut, wo muss ich hin? Gib mir die ersten Bälle. Oh nein! Nein! Jetzt! Sehr gut. Ja, es läuft doch. Oh wow. Fast. Ja, ich versuche es doch. Ist gar nicht so einfach. Der geht besser. Fast. Jetzt, mein Gott. Okay, ich habe alle erreicht. Score 300. Na, viel Zeit ist nicht übrig geblieben. Das könnte besser gehen. Next Chapter. Gib mir Gegner. Isn't this pretty easy? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Gib mir den ersten Ball. Ah, fast. Es ist wirklich nicht einfach. Damn it. Okay, 20 Punkte haben wir. Fast. Oh nein.
Ja, aber es sind 180 Punkte. 8 geht's auch. Gather up. Das ist gar nicht so einfach. Ja, erwischt. Oh wow, 280 Punkte. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Gleich nochmal. 2020 Punkte, mein Gott. Und ich habe 280. Isn't this pretty easy? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Fast. Ja. Ah, it's so close. Oh, 2 auf 1 Streich, sehr gut. Yeah. Jetzt läuft's, jetzt läuft's. Ach, jetzt mal an die Latte. Okay. Das sollte doch einfacher sein, oder? Okay. Ah ja, so ist es gut. Oh ja, wir schaffen's. Wir schaffen es nicht. Ja, 1050, deutlich besser. Nochmal. Warum nochmal? Ich muss mindestens 1500 Punkte erreichen. Oh wow. Okay. Let's see. Isn't this pretty easy? Wir werden sehen. Jetzt läuft und läuft. That's it. Somebody cover my eyes. oh ja, es läuft, es läuft. Nein, fast. Ja, Gott sei Dank. Okay, letzter. Ja, I got it. Wie viele Punkte gibt's? 5 Sekunden. Ich hab's geschafft. Next Chapter. Sehr cool. Chapter 3. Wie viel muss ich diesmal erreichen? Axel Rix has been banned. Very nice. Okay, nehmen wir den unteren gleich. Den Ring. Fast. Nein! Jetzt. Okay. Die sind ja schwer.
Okay, 50 haben wir. Mit denen kannst du ja gar nichts machen. Okay. Immer aufs Gleiche, okay. Fast. 130 ist ein bisschen wenig. Es ist wirklich schwer. Very nice. Jetzt probieren wir den mal in der Mitte. Okay, gib mir. Oh, okay. Zu viel. Oh nein. Sehr gut. Verdammt die Axt. Jetzt an die Latte. Okay, das war's. Schönes Spiel, aber ich bin kein Kopfballexperte, definitiv nicht. Wow, 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 da tut mir der Kopf ja immer noch weh von den ganzen Kopfbällen. Nettes Spielprinzip, doch ganz anstrengend, wenn man es ambitioniert angeht. Schwierigkeitsstufen sind ja einstellbar. Ich hatte ziemlich viel Spaß, die Kopfbälle hier ins Netz zu bringen und die dementsprechenden Punkte zu erreichen. Ich glaube, als Axel Riggs habe ich mein Ziel erreicht. Spielgrafik, Physik, sehr ansprechend, sehr realistisch, macht definitiv Spaß. Daumen hoch bei dem Ganzen. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es ist, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, abonniert den Kanal, dann versäumt ihr einfach nichts. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten HTC-Video. Also, bis dann. Ciao.